Servus miteinander. Ich habe lange gebraucht, den dritten Teil der TET-Rumänien-Tour zu schneiden. Dieser Teil wird auch nur über einen Teil eines Tages handeln. Denn was wir an diesem einen Tag erleben durften, überstieg teilweise meterhoch mein Fahrkönnen und meine Aufnahmefähigkeit. Aber manchmal geht es darum, über seine Grenzen hinauszuwachsen und solche Situationen trotzdem zu meistern. Gut ist es dann, nicht alleine zu sein und zusammen an diesen Hürden zu arbeiten. Solche Aufgaben schweißen euch dann auch zusammen. Und genau deswegen nehme ich genau dich wieder mit, um dir diese Geschichte zu erzählen. Jetzt nichts, Moment, jetzt wieder nichts. Kamera läuft, set, auf geht's. Es geht weiter auf dem Weg, an dem wir in der letzten Folge aufgehört haben. Bedenke, wir sind schon fast einen halben Tag unterwegs. Wir kommen durch den Wald nun auf einen Murenzug, den wir weiter nach oben fahren. Kurva! Scheiße, das war ein bisschen hart aufgesetzt. Warte. Eins, zwei, hopp. Und eins, zwei, hopp. Hopp. Setz dich drauf, du brauchst hinten Druck. Oh, Kurva. Und eins, und los. Los und ich mache einmal Druck auf den Hinterreifen, danach musst du. Okay? Und eins, zwei, drei, hopp. Los, durch. Oben angekommen, wird erstmal eine Pause gemacht und neue Kräfte getankt. Das ganze Aufheben und sich hochkämpfen in den letzten Stunden zerrt an unseren Kräften. Jetzt wird's richtig lustig. Lauf hoch und film von vorne. Okay. Tschüss. Schuck, schuck. Ich finde es einfach immer wieder krass, wie man in dem Film nicht sieht, wie steil und wie krank der Untergrund ist. Es schaut immer aus, als würde man waagerecht herumfahren. Aber glaube mir, es ist so nicht. Ja. Vom Berg auf zum Tale, wir ziehen tralala. Crazy shit, ey, Alter. Was? Crazy shit. Echt krass. Muss mir vorstellen, das war die frühere Spur. Alter, da bist du ja der Tod, ey.
diesem Stück sieht man sehr schön, dass es so steil ist, dass der Hinter- und der Vorderradreifen bei der Steilheit das Motorrad nicht mehr halten können und ich einfach nach unten wieder rutsche. Ja, alles gut. Wir kämpfen uns immer weiter den Berg hinauf, bis wir an eine Lichtung kommen. Wir hören hinter uns leise Motorengeräusche. Scheinbar kommt da noch eine Truppe Verrückter hinter uns her. Oh, leck. Sie meditiert. Zweimal. In die Kurve. Zwei Stufen. Da musst du mit Gas, geht nicht. Würde ich dir empfehlen, allein. Ganz ja. Gas geben, sonst kriegst du es nicht mit. Das ist alles. Es wird nicht mehr ledig, sondern jetzt erdig, aber es ist ganz weich. Ja. So mit Sand. Die Steine so groß wie. Ach Mann! Scheiße! Lassen wir erstmal meine Maschine aufstellen, nicht dass wir dann hinterher einen Spritverbrauch von 20 Liter pro Minute haben. Das ist ja nichts Neues bei einer KTM. Das ist doch Normalverbrauch, oder? Volker legt die Maschine kopfüber in eine Mulde. Die Maschine aufzurichten funktioniert nur noch zu dritt. Hier muss man auch mal Kimi wirklich sagen, dass sie es echt krass drauf hat. Und was sie zusammen mit uns geleistet hat, ist der Wahnsinn. Also danke nochmal, Kimi, dass du uns beglitten und geholfen hast und vieles auch zu Fuß gelaufen bist. Eins, zwei. Und nochmal. Das geht's doch nicht. Okay. Alter Schwede, ist das Ding schwer. Ja. Wir folgen weiter der Spur nach oben. Grobe Steine in V-förmigen Auffahrten und loser Schotter sind eine echt harte Prüfung. Da wir bis jetzt noch gar keine Vorstellungsrunde gemacht hatten, dachte ich mir, es wäre genau der richtige Zeitpunkt, kurz bei einer Pause vor einem richtig steilen Anstieg dies nachzuholen. Also, sehr geehrte Damen und Herren, das ist der KTM-Fahrer Volker, ja, Profi-Endurist und Schutzblech-Künstler. Und hier ist unsere Profisportlerin, die eigentlich mehr joggt, als dass sie im Endeffekt fährt. Und das ist auch gut so. Und darf ich vorstellen, das ist der Spasti, den uns andauernd immer auf dieselbe Seite wirft.
Und zwar nicht auf die andere Seite, sondern immer auf die Auspuffseite. Das ist der Grund, warum der Auspuff noch dran ist bei der Karre. Ja, genau. Wahrscheinlich. Aber wir wollen da nicht so kleinlich sein. Deswegen fahren wir jetzt da auch diesen kleinen, hübschen Berg darauf, der auch gar nicht aufwendig ist oder irgendwie schwierig. Das ist sowas, was man halt so an der kleinen Kaffeefahrt am Wochenende macht. So, Jungs und Mädels, auf geht's. Dann geht ich halt an und drück mal an. Okay. Kaum sind wir oben angekommen, holen uns auch schon ein LC8 und ein 96er KTM-Fahrer ein. Ich erkannte sie, da ich vor 2 Wochen vor unserer Tour auf Facebook mit ihnen geschrieben hatte, dass wir vielleicht zusammenfahren. Keine Sekunde zu früh, aber ich lasse sie sich erstmal vorstellen. So, introduce yourself. Hello, my name is Matis, I'm from Estonia. I'm a hardcore enduro guy. Ooh, and you have your own website or and a blog? Yes. And this is your first time? It's my first time in Romania. Yes, nice. Hi, my name is Fred. I'm just a guy traveling. Nothing special. Nothing special with the grandfather seat. Yeah, and this is the normal couple you know, eh? Whoa! Das hat mich jetzt fast echt auf die Fresse gelassen. Was? Ich bin da reingesprungen. Is the camera on? Yes, of course. Okay. Should I? No, it's all good. Now do you see? It works. Sometimes. But also what I see, it's totally crazy. I can't imagine that they both drive crazy stuff, really stuff. The first one was way up, yep. Together. And together. crazy stuff. Wir entscheiden uns, zusammen die nächsten Kilometer zu verbringen, denn wir nähern uns den Dragons. Das sind die schwierigen Stellen der TET Rumänien. Ja, du hörst richtig, das waren noch nicht die schlimmen Stellen an der TET. Weiter geht's durch einen Wald, der sehr lehmig und matschig ist. Die Natur in diesem Gebiet ist total abgeschieden und friedlich. Es fühlt sich so an, als würde man in diesem Wald ganz für sich sein. Die Schlammlöcher sind teilweise 30 bis 70 cm tief und können eine Maschine ganz schön durch die Gegend werfen. Es ist der Hammer, wie Volker diesen KTM-Koloss durch dieses Gebiet zirkelt. Und es ist immer wieder lustig zu hören, wie Kimi Volker dauerhaft antreibt. Oh.
Okay, absteigen. Ja. Der Pfad führt uns zu einem Forstweg, wo Fred und ich ein wenig angasen und die Strecke genießen. Ich sollte jedoch mal erwähnen, dass so ein Fahrstil auf solchen Forststraßen gefährlich ist, da die Wege schon sehr befahren werden. Dass hier nicht schnell genug gebremst werden kann, kann schon mal passieren, ist aber eine Geschichte, die in einem anderen Video dann vorkommen wird. Nach fast einer Stunde, die wir im Wald dem Ted gefolgt sind, kommen wir an einen halbröhrenartigen Weg mit riesigen Steinen und extrem losen Untergrund. Es geht stark den Berg hinauf. Fred und ich können in einem Zug durch dieses Gelände fahren, bis wir oben an einem kleinen Plateau stehen bleiben. Wir gehen zu Fuß wieder runter und helfen den anderen, die sich ganz schön quälen, diesen Berg zu beklimmen. Ratatatatat! Oh, 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 oh! Wait, 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 wait! I have you! Here we go. All is good? Can you tell the video how much is the heaviest of this road? How much? Yeah, so how hard is it? 7-8 out of 10. You all enjoy the nature? Oh yeah, the hike is very in my heart. Romania. Oben angekommen, bemerken Kimi und Volker, dass durch das ganze Umfallen die Beeren, die wir am Morgen gekauft hatten, in den Taschen jetzt Marmelade geworden sind. Schade, dass wir hey, lass mal was übrig hier. Ja, na, du kannst es in der Hand halten. So wurden diese erstmal aus dem Seesack und aus der Plastikverpackung gelöffelt. Gut gestärkt nach gefühlt 500 Gramm Bärenmarmelade pur fahren wir wieder weiter. Das erinnert mich sehr gut an den typischen Satz. Das haben wir uns zusammen eingelöffelt, jetzt müssen wir es auslöffeln. In noch tiefen Senken führt uns die TET jetzt. Es ist langsam später Nachmittag und wir sind langsam alle ganz schön am Pusten. Aber es gibt nur einen Weg, den Weg weiter auf der TET. Das ist eine riesengroße Grube. Die Steine, können wir mal schauen, hier, so, eine ganze Hand breit. Und das sind noch die kleinen, die großen sind halt wirklich so, steil halt circa so. Hier links und rechts haben wir trockenen Boden, hier haben wir losen Steine mit losem Erde. Ja,
Und das Ding ist so tief wie ich hoch. So. Gas, 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 Gas! Es geht weiter in den Wald, der noch schlammiger und steiler wird, bis wir an einem Weggabelung kommen. Naja, wenn man das Weggabelung nennen darf. Wir müssen nach unten, jedoch geht es gefühlt senkrecht mit knapp 60 bis 80 cm tiefen Stufen und Einfurchungen diesen Berg hinunter. Mathis sagt uns auch noch, dass beim letzten Unfall in so einer Schlammgrube seine Hinterradbremse abgebrochen ist und er nun nur noch mit Kupplung und ausgeschaltetem Motor den Berg hinunterfährt. Wobei diese Praxis wirklich sehr angenehm ist, solche Hürden zu überwinden, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Ich mach so. Ich war so. Ja. Er hat keine Hinterradbremse. Ihm ist die Hinterradbremse abgebrochen. Er fährt ohne Hinterradbremse da jetzt runter. Das ist crazy. You make the motor off. Make the motor off and go on. Slow, slow. Fuck. Er hat keine Hinterradbremse. Ist abgebrochen. Alter Kurva, Mann! Es schaut fast gerade aus, aber es ist fast senkrecht den Berg hinunter. Im Video kommt die Steilheit nicht mal zu 50% an die Realität ran. Okay, also es geht jetzt hier nur noch ohne Motor, weil es ist einfach vollkommen krass. Also ich kann euch nicht erklären, wie heftig das ist. Schau mal, ich kriege meinen Füßen nicht mehr den Boden zu Füßen, auf beiden Seiten nicht. Ja, es geht halt nur Motor aus, Kupplung kommen lassen und rollen lassen, wieder ein bisschen bremsen, Kupplung kommen lassen. Weil mit der Bremse kommst du nirgendwo hin.
Alles gut? Oh. Ihr könnt es nicht euch vorstellen. Wirklich nicht. Es ist nicht vorstellbar. Schau mal. Schau mal. Hier ist das Ende. Wir sind hier in so einem Loch. Das sieht man nicht. Ja. Das ist ein Meter tief. Siehst du, geht gut, gell? Aber sag mal hier rein, wie schaut das hier aus? Nein. Nein. BMW-tauglich. Nicht wirklich. Also, schau mal, hier Hand und das war's. Also ich bin mit dem Körper fast an der anderen Seite. Es ist hier einfach ein fucking dickes Loch. Hast du Urlaub, Kurva? Oh Mann. Jungs und Mädels, ich scheiß mir in die Hose langsam. Warum stellt denn der Frankie sein Motorrad in der geraden Stelle nicht einfach hin? Wie geht's dir? Fertig. Ja, meine Nägel sind nicht mehr so schön. Kimi noch raus! Kimi noch raus! Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger, Kimi ist durch. Tschüss. Schön euch kennenzulernen. Alter Schwede, das ist ein Kack. Nach fast einer halben Stunde an dieser Abfahrt kommen wir an eine weitere Weggabelung. Aber hört selber, welche Optionen ihr zum Wählen habt. Okay. How is my options? No. On the right side, 45 degrees and rocks. On the left side, not so much degrees, less degrees, but mud plus rocks. So pick the shittiest option you can. Und für alle, die jetzt fragen, wir haben die linke Seite genommen. It's not so hard. It's not hard. I think it's okay. Okay, she wants to start. So, yeah, it's easy to get going, hard to stop. Yeah, she said. This is what she said. Easy peasy lemon queasy. Oh, come on. You fucker. Little bastard. Oh, come Nach dieser Hürde überstanden war, erzählte mir Fred, dass es noch einen Drop gibt. Aber er meinte, es kann ja nicht so schlimm sein, glaubt er. Me about a drop? Rough? We'll see. But that's not the worst of it, I think. Thank you.
Just he tells something about the drop. Day of my life. So, a little bit rocks, not too big. It's normal, like Kieselsteine or so. Normal size for a normal ride on the normal day. Es wird immer wässriger und wir fahren langsam in ein kleines Bachbett hinein. Nach ein paar Minuten stehen wir vor diesem Ding. Was? Das kannst du knicken. Das kann nicht die Wahrheit sein. Nee. Wir überlegen erstmal, wie wir diesen Wasserfall hinunterkommen und legen an die Wand einen Baumstamm hin, sodass wir ihm an der Seite herunterfahren können. This is a no helping zone. Komm ein bisschen hier rüber. Ja, danke. Thank you very much. My leveler. Ja. Oh, 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 help me. Okay. Be on the right. You will support you. Okay. Thank you very much. Hey guys, it was easy. What happened?
top. All good? This is what I had on the 99. This is what I hate on the 1990. Wir fahren weiter in dem Bachbett entlang und merken, dass wir an einem Holzlagerplatz herauskommen. Ich bin total geflasht über diesen Wahnsinnstag. Hey miteinander. Was soll ich sagen? Ich bin in Rumänien. Wir sind bei den zweiten Dragons. Und wir sind gerade eben einen Wasserfall runtergefahren mit der Canary. Und mit einer 99 KTM Adventure. Und mit einer 1290 KTM Adventure. Und mit einer KTM 96R. Ja. Viel Spaß beim Anschauen. Mehr kann ich nicht mehr dazu sagen. Der Weg führt laut Route nun auf die Straße. Fred und Mattis möchten im Wald kampieren und wir müssen zu unserem Hotel fahren. So verabschieden wir uns und tauschen die Nummern aus. Natürlich bin ich jetzt auch langsam platt und lege mich mit knapp 50 auf die Fresse. Aber mir ist nichts passiert, also ist alles gut. Ja. Puh. Wir fahren noch einen kurzen Bereich zusammen, bis wir auf die Straße in die langsam dämmende Nacht Richtung Hotel unterwegs sind. Ich muss dich so durchlaufen lassen. Wir fahren nach Hause. Fahren wir nach Hause, natürlich. Auf der Straße, bitte. Ja, nein. Wir sind hier zum Offroaden. Nein, Offroad. Es wird immer dunkler und wir sind auf der Straße Richtung Hotel unterwegs. Eine Kurve in einem Ort war jedoch so glitschig, dass ich mit einem Slide durch die Kurve fahre. Kimi und Volker hatten nicht so viel Glück. Alles gut? Ja, nichts passiert. Weil ich hab's noch gesehen und ich dachte mir, fuck. Also ja. Ich habe euch umfallen sehen. Du hast ja noch eine relativ heftige Bremsung noch hingelegt. Ja, wirklich, ja, ja. Alles okay. Ja, ja, ist alles okay. Aber guck dir das an. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's im Spiegel gesehen. Gar nichts. Da war echt Schwein gehabt, dass wir da nicht reingeflogen. Ja, deswegen habe ich noch den Fuß rausgetan, weil ja. Ich bin ja quer noch da reingerutscht. Mensch, wow. Ja. Alles gut? Ja. Wirklich? Bei dir auch? Ja, sicher. Die Reifen sind der Hammer. Die packen auf der Straße nix. Okay. So, oh, ab. 1, 2, 3. Hoppa. Okay. Okay. Hast du? Ja, ja, warte, erstmal darüber. So. Okay, also dein Bein ist offen, würde ich mir gerne anschauen. Zum Glück passierte beiden nicht so viel. Kimi hatte eine offene Hose, aber die beiden sind nicht in diesen Abgrund gefallen. Zum Glück. Beim Hotel angekommen, essen wir erstmal richtig und kommen wieder runter. Und dann kommt der scheiß Wasserfall. Aber das war doch so schöne Natur. Ja, aber mich würde mal interessieren, wo der Typ mit dem Jeep hergekommen ist. Ja, das hätte ich mich auch mal gerne aber interessiert. Aber wir sind den Weg ja. Mit welchem Jeep? Die Toyotas, die dann mit den Tschechen. Ja, das waren zwei Tschechen. Ich habe mit denen noch gesprochen auf Tschechisch. Wie fandet ihr denn so den Tag?
Ein bisschen langsam unterwegs gewesen heute, bis auf den Schluss. Mir hat den Longsider gefallen, mein erstes in meinem Leben. Aha. Ja. Und sonst nichts. Die Himbeeren, bro, die waren super. Blaubeeren habe ich auch gefuttert. Mann, 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 das war nun der dritte Teil der TET Rumänien. Wie ihr seht, ein heißer Ritt durch richtig hartes Gebiet. Aber wenn man so ein Abenteuer erfahren darf, findet man neue Freunde, Hilfsbereitschaft und Lebensfreude. Jedenfalls ist das bei mir so. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir, dieses Gebiet unter die Lupe zu nehmen. Und jetzt ist genau die richtige Zeit, um mir einen Kommentar zu schreiben, mir Fragen zu stellen oder einfach einen Abo-Button drauf zu drücken und die Glocke anzumachen, wenn du noch mehr Videos davon sehen möchtest. Hab eine gute Zeit und ich freue mich schon auf den vierten Teil mit dir, die TET Rumänien zusammen zu erleben. Bis bald, euer Frankie.